Hallo und herzlich willkommen zu Dully TV spielt Monster Hunter World. In der ersten Folge haben wir uns angeguckt, wie das Spiel so, wie das funktioniert. Und jetzt sind wir dabei, unseren ersten Bossgegner zu legen. Und zwar den Großjagras. Und da bin ich mal gespannt, wie der Kampf aussehen wird. Wir haben ja schon unser Katana hier abgegradet, Eisenkatana 2. Und damit gehen wir jetzt mal in den Fight. Aber vorher müssen wir erstmal herausfinden, wo sich dieser Großjagras überhaupt befindet. Aber wir waren ja ungefähr hier so. Ich würde sagen, hier so ungefähr. Ich mach da mal. Weil da sind wir gerade durchgegangen und wir haben auch gesehen, wie er dorthin gelaufen ist. Deshalb probieren wir das jetzt einfach mal aus, ob wir den dort finden. Lass jetzt erstmal alles links und rechts liegen. Denn wir wollen schnetzeln. Oh, Business nehmen wir mit. Ein bisschen Kraut nehmen wir mit. Wir wollen jetzt schnetzeln. Wir wollen diesen Großjagras schnetzeln. Großjagra. Wie auch immer man ihn nennt. Auf. Bauen. Und die Türen wir jetzt hier auch nochmal eben. Und zacki, zacki. Ja, hier wird nicht lang gefackelt. Wir hacken direkt rein. So, da hauen sie auch schon ab. Die looten wir mal eben. Vergesst immer die Waffe wegzustellen. Wir müssen nämlich gleich erstmal die Fährte aufnehmen von unserem großen Fettmops. Jagras Lederhaut. Da haben wir nochmal Jagras Lederhaut. Dann wetzen wir einmal kurz unser Schwert, damit wir auch schön scharf in den Fight gehen gleich. Haben wir hier noch ein paar Knochen, die nehmen wir auch noch mit. Kann man nicht genug haben, ne? So. Drei Knochen noch mitgenommen. Jetzt wollen wir aber wissen, wo befindet sich denn wohl der dicke Osjagra? Osjagras. Hier? Ich greife doch wieder was an. Mau dir nicht rum! Oh. Oh, hätten wir gar nicht noch müssen. Siehst du, jetzt rennt er schon wieder weg. Wo ist er denn? Wir rennen den mal hier hinterher. Hier vielleicht? Leuchtmoos. Wir den auch geklärt. Dann schärfen wir noch einmal kurz die Klinge. Oh nein, wollte ich gar nicht. Egal. Machen wir das. Man kann ja nämlich auch grillen. Oh nein. Ah, das ist schwarz. Verkohltes Fleisch. Na toll. Wollte ich gar nicht. Man kann nämlich auch kochen und kochen ist nämlich ein sehr wichtiges Element in diesem Spiel sogar, weil man durch unterschiedliche Gerichte, die man sich zubereitet, auch unterschiedliche Buffs bekommen kann.
Und ich glaube, wenn man rohes Fleisch isst, kriegt man sogar einen Negativ-Buff. Okay, wir haben hier aber noch nicht die Spur. Wo bist du denn? Groß, ja, Gras, wo bist du? Oh, noch die Karte. Okay, wir kamen vorhin von hier. Dämpels. In 20 Minuten, dann falle ich in Ohnmacht. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. In der Zeit. Bleiben wir erstmal hier runter. Boah, das sind ja riesige Fische. Die kann man sich bestimmt auch gut anlegen. Ich weiß ehrlich gerade gesagt nicht so richtig, wie finde ich denn jetzt hier die... Wir essen erstmal das verkohlte Fleisch. Dann kann es ja nicht sein. Was hast du denn dazu zu sagen? Ein neues Stück auf der Karte. Was haben wir hier? Knochenhaufen. Förderplatz. Ein Ort, an dem Erze abgebaut werden. Erze, Erze, Erze. Will aber den Großjagras finden. Vielleicht brauche ich da noch mal ein bisschen Hilfe. Möglicherweise. Was er vielleicht im Chat schreibt. Mal kurz in den Chat, Leute. Nimm das an, ob ihr was Geiles zu berichten habt. Anscheinend nicht. Okay. Wie kriege ich jetzt... Was haben wir denn hier? An diesem Ort kannst du Objekte und Ausrüstung verwalten. Gut. Wir sind dort. Hier ist nochmal ein höher. Hier ist nochmal ein höher. Oh, da. Da hat gerade was geleuchtet. Genau gesehen. Da hat gerade was geleuchtet auf der Karte. Aber es ist nicht der Großjagras. Gehen wir oben mal im Kreis. Ah, hier, guck. Fußspuren. Fußspuren. Noch mehr Fußspuren. Ich sehe hier doch was. Hier, wieder. Fußspuren. Da haben wir doch welche. Wir sind ihm auf der Fährte, Leute. Wir sind ihm auf der Fährte. Ah, das sieht doch so aus, als müssten wir hier lang, oder? Nee.
Damals die Fußspuren den richtigen Weg gelitten. Vielleicht. Schauen wir nochmal, ob es hier noch mehr Fußspuren gibt. Unten vielleicht? Auch nicht. Gehe hier oben noch einmal im Kreis. Da haben wir auch gerade die Fußspuren gefunden. Wo sind sie denn? Jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt. Ah cool, der Bitterkäfer bringt uns auch nichts, wenn wir die alte Fußspuren, da haben wir sie auch. Wo sind sie? Alte Fußspuren. Da oben drauf. Da sind sie. Gut, du entdeckst viele Hinweise. Müssen wir hier dem Schweif folgen. Ich glaube, das wird gut, Leute. Das wird gut. Das ist. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht da aus den Augen. Da ist er. Schnetzel! Das ist jetzt so oft besser, mein Lieber. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ins Gesicht, komm. Und nochmal. Perfekt. Und jetzt hacke ich dir den Schwanz ab. Ich merke das schon. Du hast doch schon gar keinen Bock mehr. Und rein damit. Yay, baby, yay. Bin ausgewichen. Nochmal. Ins Gesicht, komm. Nice. Wieder alles abgezogen. Ab. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss mir gleich mal so ein Erste-Hilfe-Gelöt reinziehen. Egal. Gieß jetzt erstmal. Der hat doch schon gar keinen Bock mehr. Da war's. War's das? Nein. So, das Monster ist gut. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Ach, da ist weggerannt. Nein, nein, du rennst nicht weg. Du rennst nicht weg. Da bist du doch. Ich seh dich doch. Lawina. So. Da ist er. Ich seh ihn noch. Keine Zeit, mir den Stein zu wetzen jetzt. Keine Ausdauer mehr. Ah, da hinten rennt er weg. Ohne Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Jetzt, ich muss ja schnell was. Erfahrene Jäger behalten den Balken immer im Auge. Ich muss schnell was reinziehen. Dann wetze ich nochmal eben, wenn ich schon dabei bin. So, ich glaube, er kommt gerade wieder. Er kommt gerade wieder. Irgendwo ist er doch. Da ist er. Ih, das sieht so eklig aus. Der hat gerade gegessen. Guck mal. Dick drauf. Kein Zeit, um die Mobs zu killen. Und nochmal rauf. Weg, weg, weg. Weg, weg. Jetzt ist das Monster richtig wütend. Was für dich der heftige Angriff? Aua, 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 ich brauche Erste Hilfe. Ich brauche ganz dringend Erste Hilfe.
Oh, das hat von der Reichweite genau gepasst, aber... Das ist nicht gut. Aua, aua, aua. Okay, ich muss nochmal heilen. Ich muss jetzt nochmal heilen. Zweimal. Ich heile mich direkt zweimal. Richtig. Und jetzt nochmal RT. RT. Schweine, Sau, ich gehe hier richtig. Oh, er rollt. Rollattacke, neu. Rollattacke ist neu. Oh, die haben schon geil. Wenn Monster wegrennt, dann halte dich an die Späne. Die führen dich direkt zu ihm. Ja, hier, du Schwein. Bleibst hier. Mit wenig Gesundheit solltest du kein Monster angreifen. Es ist schlauer, dich zuerst zu heilen. Nee, heilen ist weiter. Oh. Vielleicht sollte ich mich heilen. Oh, danke! Messerjocke hat mich geheilt. Oh. Okay, jetzt muss ich mich wirklich heilen. Ich muss auch erstmal wegrennen. Jetzt heile ich mich kurz. Okay, habe ich noch was anderes, womit ich angreifen kann? Megatrank habe ich noch. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Boah, hast du das gesehen? Jawohl, du bist auf dem Monster. Jetzt kannst du. Boah, habt ihr das gesehen? Ich geb ihm richtig. Ich geb ihm so krass gerade. Oh, geil. Zieht euch das rein! War's das? Okay, es ist am Boden. Jetzt kannst du ran und das erledigen. Das geht nicht so doll gerade. Okay, komm her. Nicht mehr lang. Go, 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 schneller. Das muss jetzt schnell gehen. Ich kann ihn gerade nicht angreifen. Gespannt. War's das? Nein, noch nicht. Das war's. Er ist dünn. Ist gut, dass er dünn ist? Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Ist das legendär? Siegesgeheul. Jetzt hauen wir hier noch die kleinen K.O. Ich muss meine Waffe schärfen, das bringt gar nichts mehr. Sehr gut. So, da hauen sie ab. Kein Bock mehr. Die haben keinen Bock mehr. Ey, wir haben unser erstes Monster erlegt. Ist das nicht legendär? Da liegt er. Wie so ein
Alter, ausgelutschter. Oh fuck, ich muss. 10 Sekunden. 1, 8, 7, 6. Fest erfüllt. Gerade noch aufgesammelt. Wow, das war geil, ey. Großjagras gekillt. Yeah. Mit so einem geilen Draufspring-Move auch noch. Also legendärer hätte die Folge doch gar nicht sein können. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben eine Spur. Vielleicht. Mhm. Gehen wir weiter. Was für eine Spur suchen wir denn gerade? Vielleicht von dem Riesen-Tyrannosaurus Rex, den wir vorhin gesehen haben? Oh nee, das ist was ganz anderes. Was denn? Puki Puki, Pukai Pukai. Du hattest recht. Ein Pukai Pukai. Crazy, was sie sich da ausgedacht haben. Der sieht echt crazy aus. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sora Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Geil, auf den Kampf freue ich mich schon. Der kann fliegen. Der hat einen ultralangen Hals. Respekt, ey. Ey, nee, wir nehmen jetzt alles schön mit. Alles meins, alles meins, alles meins, alles meins. Hab ich geholt. So, was hat Messerjocke mitgebracht? Zwei Sachen. Auch ein Job erfüllt. 2400 Cash. Und Messerjocke ist Stufe 3. Stufe 4. Gadget-Erfahrung, Vitalitäts-Wespenbombe. Willkommen in der neuen Welt. Respekt und neuen Erfolg. Geilo Schmeilo. Cool. Ey, richtig geil. Ich freue mich richtig doll, Monster Hunter World gekauft zu haben, weil ich muss sagen, sehr geiles Game. Verstehe. Also, ihr denkt, ihr habt etwas gefunden, das uns zum Zora Magdaros führen könnte. Magdaros. Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht mit einem wütenden Pukai Pukai in der Nähe. Aha. Pukai Pukai Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald. Wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale des Waldlager wieder aufgebaut hat, dann sind wir am Zug. Genau. Bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit! Puh, jetzt erstmal durchatmen. Das war ein geiler Fight. Kannst du mit der Jagd auf den Pukai Pukai beginnen? Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Geil, ey. Erhalte deinen Anmeldebonus. Okay. Die Quest Fingerübung ist verfügbar bis 1.2.2018. Add-ons sind verfügbar. Lade kostenlose Frisuren und klassische Kisten herunter. Besuche die offizielle Website. Okay, cool. Oh, ich habe gerade irgendwas bekommen. Ja, legendär. Ich würde sagen, so legendär wie diese Folge jetzt war, beenden wir sie auch hier mit diesem unglaublich schönen Bild über das Wasser. Wir haben gerade den Großjagdgras gekillt. In der zweiten oder vielleicht auch in der ganzen Folge. Aber ich glaube, ich mache daraus zwei Teile. Und das soll es erstmal von Monster Hunter World, dem ersten Teil gewesen sein. Da kommen jetzt noch diverse andere. Och, guck mal, das Schweinchen. Da kommen jetzt noch viele weitere Teile. Das wird geil, ich habe richtig Bock drauf. Dann auch im Koop-Modus mit vier weiteren Freunden. Und zwar die Dully Gang. Das wird richtig geil. Vielleicht gucke ich mir in der Zeit nochmal ein paar andere Waffen an und schmiede nochmal ein bisschen. Und dann gehen wir frisch und fröhlich in die zweite Folge mit Monster Hunter World und gucken uns an, wie wir den Pukai Pukai killen können. Bis dahin,
Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Haut mal in die Comments, ob ihr Monster Hunter World spielt und ob ihr auch Bock drauf habt. Und ja, vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge. Haut das auch alles in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt auch immer wieder live auf mixer.com/studiotv. Das hier ist auch gerade eine Live-Aufnahme. Ja, soviel zum Endgelaber. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!